Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam. Mein Ratschlag für Schwestern am Tag von Jumu'ah. Das Jumu'ah-Gebet in der Gemeinde oder das Gemeinschaftsgebet ist für Frauen keine Pflicht. Es gibt Meinungsverschiedenheiten bezüglich des Eid-Gebets. Da gibt es einige wenige Gelehrte, die das als eine Fadl-Ein für Mann und Frau sehen. Aber im Allgemeinen sind die Gemeinschaftsgebete alle keine Pflicht. Und auch das Jumu'ah-Gebet ist keine Pflicht für die Frau, sondern nur für den Mann. Hier möchte ich eine Sache kurz erläutern. Vor etwas längerer Zeit hat mich eine Frau angeschrieben, meinte, alles im Islam ist zum Vorteil des Mannes. Der Mann darf hier Frauen heiraten, der Mann darf das, der Mann darf dies und wir dürfen nichts. Erstmal, alle Regeln, die Allah erlässt, ja, erlässt er zum Vorteil für die Menschen und nicht um sie zu ärgern. Allah sagt in Sure 20, Vers 2, Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, wir haben den Koran nicht auf dich herabgesandt, damit du unglücklich bist. Und Allah kennt die Natur des Menschen und dementsprechend gibt es Ausnahmeregeln, die bei Mann und Frau unterschiedlich sind. Nämlich, al-aslu fil ahkam, ja, also die Grundlage in den Regelungen ist, dass Mann und Frau gleich sind, außer wenn es eine Ausnahmeregelung gibt. Wenn man aber ein bisschen Verständnis hat von der Religion und nicht nur so darüber guckt, Mann hat einfach... Wenn man richtig guckt, hat der Mann es viel schwieriger. Der Mann hat viel mehr Regelungen, viel mehr Verpflichtungen als die Frau. Also sagen wir nicht, das ist aber unfair, der Mann muss 5-mal am Tag zum Gebet, die Frau muss gar nicht. Kann zu Hause bleiben. So, es ist nicht so, sondern es gibt entsprechende Regeln und als Muslim muss man damit zufrieden sein. فَلَا بَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَشَجَرَ بَيْنَهُمْ. Aber bei deinem Herrn, sie werden nicht eher glauben, bis sie sich zum Richter machen über das, was ihnen unter ihnen strittig ist. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. Und dann finden sie in ihrem Inneren, in ihren Seelen, kein Haraj mit dem, was du geurteilt hast. Das heißt so zu sagen, ja, so eine innere Bedrängnis. Ach, warum ist die Regel so? Das ist aber so gemein. Ja? Wa yusallimu taslim, und fügen sich vollständig. Das ist der Maßstab für den Gläubigen. Sure 4, Vers 65 müsste das sein. So, das heißt, wenn Allah etwas bestimmt, auch wenn ich eine Sache vielleicht nicht schaffe zu praktizieren, muss ich das voll akzeptieren, aufpassen, dass meine Jammerei mich nicht kaputt macht. Aber jetzt kommen wir zum Thema. Mein Tipp für die Schwester in Yom Jumu'ah. Es ist keine Pflicht, aber ich empfehle es, insbesondere hier in Deutschland, für die Schwestern zum Jumu'ah-Gebet zu gehen. Insbesondere, wenn die Freitagspredigt von einem guten Imam durchgeführt wird und in einer Sprache ist, die man versteht. Denn wir sind weit weg von der Herde. Wir sind alle zerstreut. Und der Prophet a.s. sagt, das Schaf, was von der Herde weggeht, wird vom Wolf gefressen. Ja, und wir sehen dann Muslime, die hauptsächlich nur mit Nicht-Muslimen zu tun haben. Ja, und deswegen auch bestimmte Freizeitbeschäftigungen haben, die mit vielleicht sogar unislamisch sind, nicht nur mit Islam nichts zu tun haben, sondern sogar unislamisch sind. Wir sehen dann, dass sich immer weiter entfernt wird. Man muss mindestens zwischendurch mal zur Herde zurückkehren. Und wenn man zu einem Freitagsgebet geht, ist es wunderbar. Insbesondere, wenn das in einer Sprache, wie ich schon gesagt habe, durchgeführt wird, die man versteht. Und hier auch etwas für die Leute, die beim Freitagsgebet da sind. Es ist leider echt ätzend in manchen Moscheen. Da kommt irgendjemand Neues rein und dann ist das so wie... Bart zu kurz, Hose zu lang. Ja? Leute, empfangt die, seid froh, wenn jemand kommt. Seid froh, wenn eine Schwester kommt, seid froh, wenn ein Bruder kommt und nicht immer direkt so mit der Lupe. Oh, hat der nicht? Wer ist das denn? Wo kommt sie denn her? Wo kommt er denn her? Es ist grauenhaft bei manchen. Es ist wirklich, bei manchen kommt man sich vor wie bei der Religionspolizei. Deswegen gibt es Leute, die keinen Bock haben, in die Moschee zu gehen,
Oh, weil ihr könnt ja was falsch machen, da kommt die Religionspolizei. Und man wird direkt so gesehen wie, du bist ja gar nichts wert. Leute, seid froh, wenn Allah euch recht geleitet hat. Und wenn andere kommen und empfangt die mit offenen Armen, subhanallah. Das Komische ist, uns wirft man das immer vor. Wenn zu uns jemand kommt, ja, die fühlen sich alle willkommen. Zumindest bei mir. Vielleicht jemand, der dabei sitzt, bei dem nicht so sehr. Aber alle fühlen sich willkommen im Allgemeinen. Deswegen nochmal für die Schwestern, kommt zum Jumu'ah-Gebet. Nehmt diese Möglichkeit wahr, um zur Herde zurückzukehren, um schöne Worte zu hören und diese Ermahnung zu hören. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.